Magdeburgs Oberbürgermeister Dr. Lütz Trümper und der Amtsarzt der Landeshauptstadt Dr. Eike Henning hatten heute zu einer kurzfristigen Pressekonferenz eingeladen, denn innerhalb der letzten Tage wurden in der Stadt 37 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Ja, wir haben nicht in Magdeburg eine neue Situation, sondern in einem bestimmten Bereich in Magdeburg eine neue Situation. Ich will darauf hinweisen am Anfang, dass aus meiner Sicht die Stadt Magdeburg insgesamt nach wie vor eine sichere Stadt ist. Wir haben aber in einem definierten Personenkreis relativ eng gefasst bei rumänischen Bürgerinnen und Bürgern einen Hotspot, einen echten Hotspot mit einer großen Zahl, für unsere Verhältnisse großen Zahl an positiv Getesteten. Das geht jetzt schon einige Tage. Wir hatten zwischenzeitlich, wie Sie wissen, das haben Sie auch alle veröffentlicht, Anstiege bei der Zahl der positiv Getesteten aus den betroffenen Familien. Primär immer begonnen mit den Erwachsenen und dann auch im Rahmen der Ermittlung von Kontaktpersonen in den Familien auch positive Kinder. Was der Amtsarzt hier so wortreich erklärt, ist die Tatsache, dass all diese Infektionen in 5 rumänischen Großfamilien nachgewiesen wurden. Die Folge sind Schulschließungen, Schließung von Spielplätzen und der Versuch des Gesundheitsamtes, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Doch das gestaltet sich als schwierig, denn Teile der rumänischen Community verweigern eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Behörden, obwohl es bereits eine Tote gegeben hat und ein Kind mit schwerem Verlauf im Krankenhaus um sein Leben kämpft. Die Stadt hat extra eine rumänische Ärztin verpflichtet, um die notwendigen Maßnahmen wie die Tests zu erklären und auch durchzuführen. Aber von den 860 Tests, die in der betreffenden Zeit in der Fibo-Ambulanz durchgeführt wurden, fallen nur etwa ein Drittel auf rumänische Mitbürger und allein das betrachten die Verantwortlichen als Erfolg. Auf Nachfrage musste Dr. Henning eingestehen, dass es keine rechtliche Handhabe gibt, die Bürger verpflichtet, mit dem Gesundheitsamt zusammenzuarbeiten. So wird es sehr kompliziert, die Infektionskette nachzuvollziehen und einen weiteren Ausbruch der Krankheit zu unterbinden. Deshalb die Schulschließungen und weitere Maßnahmen, denn so Oberbürgermeister Trümper, die Gesundheit der Bürger geht in jedem Fall vor.